Bist du IT-Experte oder IT-Berater, Softwareentwickler, Dienstleister oder Agenturinhaber, Freelancer vielleicht noch? Dann bist du hier genau richtig. Ansonsten kannst du gerne auf Weiterklicken. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, vom kleinen Solopreneur bis hin zu IT-Agenturen und Dienstleistern, Systemhäusern mit über 1000, 2000 Mitarbeitern. Warum ich dieses Video mache? Um hier mal Klartext zu sprechen bezüglich Coaching und Consulting für IT-Experten. Ich sehe mal wieder Werbeanzeigen von sehr erfolgreichen, reichen Leuten, ja, mit sehr viel Werbebudget, die es auch schon sehr lange gibt auf dem Markt, aber die jetzt auch in anderen Marktsegmenten eingedrungen sind, wie zum Beispiel Coaching und Consulting für IT-Experten und Berater und Dienstleister. Seit ein paar Jahren vielleicht. Und nennen sich diesbezüglich Unternehmensberater, würde ich mal so sagen, machen aber letztendlich nichts anderes als wie eine Coaching- oder ja, Beratungsdienstleistung übers Internet, meistens one-to-many. Ja, in ganz konkreten Einzelfällen wahrscheinlich dann nicht, aber das wird dich wahrscheinlich eher nicht betreffen, es sei denn, du willst gleich eine Viertelmillion Euro für irgendwelches Coaching ausgeben. Und by the way, in altherkömmlichen, traditionellen Unternehmensberatungsgewerbe funktioniert es auch nicht so, dass jemand gleich vom Anfang, vom Beginn an 2,25 Millionen Euro für irgendwelches Consulting ausgibt. Ja? Das funktioniert maximal im B2C-Bereich. Ja, jetzt bist du vielleicht etwas verwirrt, aber ich werde versuchen, dich in diesem Video etwas zu entwirren. Und ganz ehrlich, ich möchte dich dazu ermutigen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, beziehungsweise dich in meinen Newsletter einzuschreiben. Aber noch wichtiger, meinen YouTube-Kanal abonnieren, weil ich da eben regelmäßig Content diesbezüglich poste, um dir einfach weiterzuhelfen, um dir mehr Klarheit zu verschaffen. Mir ist auch völlig klar, dass es bei all den Marktschreiern da draußen aktuell viele, die irgendwie weiterkommen wollen, die auch den Entschluss bereits gefasst haben, sich weiterzubilden, von kaufmännischen Aspekten her, sprich also Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung, also genau meine Dienstleistung und meinen Expertenbereich, sich letztendlich ja komplett lost sind, weil einfach da draußen zig verschiedene neue Anbieter eben gibt, die halt irgendwelche Versprechungen machen, die sie am Ende mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht einhalten können, gemäß, also häufig nach dem Prinzip außen hui und innen pfui. Ja? Also außen super, superbes Marketing. Letztendlich, es sind Marketing-Experten, mit denen du da häufig sprichst, beziehungsweise die du da häufig in den YouTube-Anzeigen siehst. Ja? Genau aus dem Grund, dass es Marketing-Experten sind, wissen sie natürlich auch sehr gut, wie sie sich selbst vermarkten. Nur es geht ja nicht um die Vermarktung eines Coaching-Businesses, es sei denn, du bist selber wiederum Coach, dann ist es so eine Art Schneeball-System. Ja, aber ich spreche jetzt zu dir, und wenn du noch zu diesem Zeitpunkt noch in dem Video noch zuguckst, dann bist du eben Softwareentwickler, IT-Experte, ähnliches, IT-Inhaber, Unternehmer, Agenturinhaber oder Dienstleister. Und eben kein Coach oder der sich halt quasi wiederum hinstellen möchte und letztendlich ja, irgendwelches Coaching machen möchte. Du möchtest also eine konkrete Dienstleistung bieten im Markt, die sozusagen konsumiert wird, ja nicht über irgendwelche One-to-Many-Calls, ja, also irgendwelche Zoom-Calls, wo du dich hinstellst und dann sitzen da 20, 5 oder 100 Leute, sondern du bist ein Dienstleister, du programmierst tatsächlich Software zum Beispiel, ja, oder berätst und oder beides. Ich würde dir auch empfehlen, einen Wege zu finden, wie du das kombinierst, Beratung und Umsetzung. Wenn du es selber nicht auf die Reihe kriegst, dann ist es ja ganz wichtig, dass du eben entsprechende Partner suchst, mit denen du langjährig quasi dann eine Symbiose machst, ja, keine kurzfristigen Geschichten. Ist ein Thema nochmal für sich. Aber dieses Video eben einfach nur, um dich zu ermutigen, einfach mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen und den zu abonnieren,
und dort mir auch gerne ein paar Kommentare da lassen. YouTube, das Video, das dir vielleicht ganz besonders gefällt, vielleicht auch, gefällt dir auch dieses Video hier ganz besonders, dann gerne auch mit deinen Kollegen teilen. Und ansonsten gibt es dort längere Videos auch noch, und wo ich nochmal genau beschreibe, auf welche Fallstricke du achten musst, ja, und auch ganz besonders bei den ganzen Weiterbildungsmaßnahmen, die du da draußen, dieser Ozean an Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich Neukundengewinnung, Skalierung und Positionierung für IT-Businesses und Softwareentwickler, um hier keine Fehlinvestitionen zu machen, beziehungsweise wo du sehr viel Geld für sehr wenig Return bekommst, ja, und letztendlich aber nichts passiert, weil das Ganze eben nur Blabla ist, ja, also nur Coaching, nur Gerede sozusagen, niemand tut irgendwas für dich, ja, du gibst irgendwo 15.000, 15.000, 20.000 Euro aus, und selbst wenn du eine Agentur beauftragst, ja, zum Beispiel, die für dich operativ, also dann For You, operativ Werbeanzeigen schaltet für 20.000 Euro. Und du hast, sagen wir mal, im ersten Schritt nur 10.000 Euro damit zurückverdient. Ja? Hast du quasi 10.000 Euro minus. Aber du hast Eyeballs bekommen. Ja? Du hast Reichweite vielleicht aufgebaut. Und zu einem irgendwann späteren Zeitpunkt bekommst du den entsprechenden Return Investment. Ja? Vielleicht nicht innerhalb dieser ersten 6 Monate, wo du den ja, und so weiter. Das heißt, eine Investition in eine Done-for-You-Dienstleistung ist grundsätzlich immer vorzuziehen, als wie jetzt halt so ein reines Beratungsgedings, Gedöns, ja, obwohl das natürlich auch sehr wichtig ist. Deswegen, wie auch hier, so wie ich dir immer als IT-Dienstleister eben nahelege, dass du diese beiden Dinge kombinierst, ja, so würde ich auch dir immer nahelegen, wenn du Hilfe suchst, jemanden dir zu suchen, der diese beiden Dinge eben auch kombiniert oder auch für dich kombinieren möchte oder kann. Und das Ganze, auch ganz wichtig, nicht erst ab einer Investitionssumme von 250.000 Euro, ja, sondern eben auch für kleineres Geld. Und das ist sozusagen quasi unmöglich. Warum? Weil sich es eben nicht so rentabel skalieren lässt, ja, für die ganzen Coaching- und Consulting-Anbieter. Und die wollen ja alle ganz schnell reich werden. Ja. Soweit, so viel, so gut. Zu diesem Video, schau dich auf meinem YouTube-Kanal um. Ich wünsche dir einfach alles Gute. Und lass mir ein paar Kommentare da und so weiter. Auch gerne kritisieren, mir egal, ja, solange du nicht irgendwelche beleidigenden Kommentare da reinschreibst, weil nicht, weil mir das irgendwie jetzt viel ausmacht, sondern weil die dann automatisch gelöscht werden von Google. Also bringt es auch nichts. Bis, also nur so als Hinweis. Also bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.